drin. Wie viel bekommen wir? 85. Okay, gut. Dann lass uns doch mal hier nochmal schnell... Okay, wir können, also nicht, dass wir finanziell überhaupt in der Lage sind, uns jetzt eine neue Angel kaufen zu können. Aber wir sind tatsächlich nur noch ein Forschungsteil davon entfernt, sie überhaupt freizuschalten. Das ist schon mal ganz cool. So, die Motoren, das ist natürlich alles so eine offene Kiste noch. Ah, warte mal, eine Werft. Also wir könnten uns jetzt, mit diesem Forschungsteil, könnten wir uns die gute Angel kaufen. Die wir aber auch noch nicht platzieren können tatsächlich, weil da fehlt uns ein Angler. Ein Ansatzpunkt. So, was wir aber mal machen, wir können mal kurz in den Schwimmdock. So, hier, zack, haben wir nämlich die. Wunderbar. Fertig. Neuer Rumpf wäre natürlich schon cool, weil dann hält wahrscheinlich unser Schiff ein bisschen länger. So, wie viel Platz haben wir? Nicht viel. Ich würde fast tatsächlich sagen, wir machen zurück zur Schwarzfelseninsel, um das Relikt abzuheben. Weil das sind 6 Punkte, die jetzt halt besetzt sind, also 6 Plätze, und das ist schon eine Menge irgendwie. Das ist zu viel eigentlich. So, du gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bedeutet ein neuer Rumpf halt einfach nur irgendwie vielleicht nicht mehr Platz, aber mehr Robustheit. Mehr Zähigkeit vielleicht irgendwie. Vielleicht kannst du immer mehr angegriffen werden. Warte mal hier vorne. Oh, Schiffswrack. Schön. Da schauen wir mal nach. Auf dieser Insel liegt ein verrotteter Mast, halb bedeckt von Laub. Darunter ein in 2 Teile gebrochener alter Rumpf. Sieh hinein. Hey, alles klar, schön. Das gibt's umsonst. Das nehmen wir natürlich mit. Wunderbar, wo sind wir? Ja, noch nicht so ganz an der Schwarzfelseninsel. So, die Richtung ist schon mal grob richtig. Da vorne müssen wir hin. Heißt aber auch, dass wir eine zweite Fertigkeit bekommen. Das wäre natürlich auch geil. So, was ist denn hier eigentlich? Das ist mir ja wurscht. Oh, was war das gerade? Ein Fernglas. Okay. So, warum ist hier... Was ist das? Der Stein erzittert vor dir. Im Inneren leuchtet ein unbekanntes Symbol auf. Legt deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Dunkle Felsen brechen aus der Erde. Sie bohren sich durch Gebäude und Bäume, durch Sand und brechende Wellen, durch die Basaltpfeiler dieser Insel. Die neugeborenen Strukturen knistern vor unbekannter Energie. Zwischen ihnen spannen sich purpurne Bögen elektrischer Spannung. Die Erde bebt einmal mehr, dann liegen die Steine still. Aha. Okay, was... Okay, nochmal genau das gleiche, verstehen. Gut. Ja, ist vielleicht, also man merkt halt schon, dieser Sammler hier. Mit dem ist irgendwas nicht ganz koscher. Du bist zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter dir ächzen. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz von der Truhe auf die Truhe konzentriert. Und das hast du an den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. Dies sollte zukünftige Reisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bände aus, die aus den purpurnen Büchern Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor.
Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Fertigkeit Manifestation. Kehre sofort zur Schwarzfelseninsel zurück. Oh, cool. Also, es gibt noch keine Relikte da draußen. Mach dich auf die Suche. Es gibt noch mehr Relikte. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Das Wort, was du mir vorgelesen hast. Das Buch birgt die Macht der Dinge. Genau, Manifestation. Der Gebrauch dieser Formel löst einen tranceähnlichen Zustand aus. In diesem Zustand vergeht die Zeit rasend schnell. Wenn es vorbei ist, findest du dich hier wieder. Wie immer rate ich auch hier von exzessivem Gebrauch ab. Setze sie nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne mehr erfahren würdest? Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja nicht mehr. So, hatten wir das schon? Ja, das Meer will nicht länger kooperieren, da die Wellen nicht mehr sicher für mich sind. Wirst du mein Stellvertreter sein. Was hast du mit den Relikten vor? Nun, sie sammeln natürlich als Investition in die Zukunft. Noch etwas? Sieh dir diese Schmuckstücke an. Hält ich mich nicht mehr so gern plunder. So etwas kannst du vielleicht dem Händler in Kleinmark andrehen. Armin, schönen Schmand will er nicht haben. Okay. Cool. Aber das ist natürlich ein geiles Ding, ne? Irgendwie egal, wo wir auf der Karte sind. Wir werden immer quasi genau in das Zentrum hier hin teleportiert. Das ist cool. Also wenn es mal wirklich eng wird, ist das ein geiles Ding. Finde ich gut. So, wir müssen dahin. Oh, jawoll. No. Nein. Mann, wieso denn? Wieso? Oh, nur. So, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir das irgendwie anders packen. Auch nicht. Das ist alt Scheiße, das bringt alt nichts. Ah, so, warte mal. So, weil jetzt kann ich nämlich. Jawoll. So, da reicht aber anscheinend einer. Nee, geht nicht. Oh. So, natürlich wieder zuerst. Oh, die kann man noch die drei mitnehmen. Zurück nach Großmark. Und die frische Beute verkaufen. Then we need cash. Außerdem kann ich nur die Teile abgeben. Die Leuchtturmwärterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ah, okay. Sie wird uns wahrscheinlich immer ansprechen, sobald wir Kontakt mit dem Sammler hatten. Ich habe dich weit herausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Was ist das Problem? Es fühlt sich ein wenig an, wie das Schicksal herauszufordern, oder? Die Situation hier ist auch ohne deine Provokationen schon schwierig genug. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dock entlang geht. So, wir haben Forschung abgeschlossen für die Vielzweckangelroute. So, die braucht aber wirklich, braucht die 5 oder 6? Weiß nicht, ob der hier noch mitzählt, hier, der letzte. Aber auf jeden Fall können wir noch mit Küsten hier, Flachwasser, Mangroven und vulkanisch angeln. Mit der Rolle haben wir noch ozeanisch und haben wir eigentlich alles abgedeckt. Also nicht, dass wir es uns leisten könnten. Das können wir bei weitem nicht. Achso, warte mal erstmal hier. So ein Fischhändler. 115. 512 haben wir jetzt, okay.
So, ins Trockendock. Du bekommst das hier. Haben wir noch irgendwas, was ich reinpacken kann? So, das geht rüber. Nee, der Rest bleibt erstmal alles im Lager. Okay, jetzt für die Goldsäcke können wir noch verkaufen und die Ohrringe. Dann haben wir auf jeden Fall schon erstmal ein bisschen Cash. Tatsächlich. Ja, also bei der Angel brauchen wir anscheinend nur 5, Gott sei Dank. Für 600. Wenn wir Glück haben, haben wir mit dem Gold zusammen 600. Aber dann geht natürlich auch das hier alles weg. Ne? Die Seenrolle geht weg und die andere geht weg. Ich könnte eigentlich auch. Warte mal, die kann ich ja verkaufen. Oh, kann ich ja verkaufen. Das mache ich. So, was ist hier eigentlich mit den, vergangenen Resten hier? Warte mal. Okay, gut. Also, ich düse mal erstmal schnell rüber nach Kleinmark. Geh doch einfach weg. Ist wirklich jetzt hier ein bisschen warten, bis die Zeit vergeht, oder was? So, Schulterblick wäre schön. Geht aber leider nicht. Aber man hört tatsächlich. Oh! Es ist schnell, es ist schnell. Mann, ey. Ein treuer Kunde, bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich bin sicher, du wirst es nützlich finden. Oh, ein neues Buch. Der entspannte Geist. Cool. Er zieht ein Buch aus einem Stapel auf seinen Tisch und reicht es dir. Es ist voller Staub bedeckt. Aber abgesehen davon in gutem Zustand. Und 245. Das ist geil. Das finde ich gut. Schönes Ding. So, denn Kajüte und der entspannte Geist. Okay, Relikte, fange seltene Fische. Das sind jetzt die beiden Missionen, die wir gerade noch offen haben. Okay. Kohletechnisch würde ich mir mal ganz kurz hier vorne nochmal. Oh, hier ist jetzt nochmal ein Hai. Sehr gut. Was eigentlich hier mit den anderen? Können wir uns noch ein paar mehr holen? Das ist auch ein Schatz oder was, oder? Ja, ein Schatz. Ist das ein Ring? Abgetragener Goldring. Naja, da wird vielleicht nicht so viel bringen, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, wo wir gerade dabei sind, Makrelen. Denn wir wollen uns eine neue Angel kaufen. Und jeder weiß, der angelt. Sowas ist teuer. Ist auch wirklich. Oh, was ist das? Groteske Makrele. Schön. Bist du nicht, aber wir nehmen dich mit. Schön. Dim, 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 dim. So. ...170 knapp, schön. Jetzt haben wir 1000, komm, wir holen uns jetzt die Angel. Wir holen uns jetzt die Angel! Die verkaufen wir. Die bauen wir aus und packen es ins Lager und du wirst gekauft. Ach nee, wir haben ja hier noch... Ah, shit. Dich müssen wir noch ausbauen. Och komm. Oh, das ist jetzt nicht geil. Oh, das ist nicht geil. Was soll das denn jetzt? Ach, warte mal, kann ich die auf der anderen Seite einbauen? Das ist scheiße.
Das ist scheiße. Also, es sind fünf, ne? Aber sie sind falsch angeordnet. Und ich habe jetzt natürlich auch gleich meine Angel verkauft. Ganz geil. Ja, leider sind die Plätze vorgegeben hier und hier. Ist das zum Kotzen? Das ist so scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt kann ich hier bloß so eine... Die kann ich nicht kaufen, Alter. Die kann ich nicht kaufen. Jetzt hat mich das Spiel richtig verarscht gerade nochmal. Richtig schön verarscht. Ey, sag mal, hätte ich jetzt ja nicht kaufen müssen, weil ich hätte das einfach mit der Seenrolle machen können, wa? Ach, ich bin so dumm, Alter. Ja. Ach, der tut weh. Ah. Tja, genau. So, na gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal auf eine kleine Angelsession nehmen. Um diesen Verlust wieder rauszuholen. So, und falls diejenigen, die gerade jetzt frisch dazugekommen sind, sich fragen, irgendwie, was ich hier mache. Bei den Angeln muss man tatsächlich immer in die entweder grünen oder gelben Bereiche treffen. Ja, wie so ein Quicktime. Das war der Kiddy Jens halt gerade so episch verkacke. Um halt den Fisch rauszuholen. Das ist schon für ein fettete Grundsee hier. 90. Die ganze Rotze jetzt hier abstottern, ey. Oh Mann. Jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwo Haie gibt hier an der Seite. Die bringen ein bisschen Kohle. Put, 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 put. Na, wo sind meine kleinen Haie? Wo sind meine kleinen Haie? Gutschi, gutschi, gut. Sind sie. Okay, kann ich exakt mir einen einpacken. Dann schauen wir mal hier hin. Hier waren noch so ein paar schöne und da muss ich mal gleich gucken, ob sich meine Theorie eventuell bestätigt. Wenn jetzt nämlich die Bauteile wieder da sind, denn kann es durchaus sein, also das heißt, kann es sein, denn refreshen die sich, was ziemlich cool ist. Heißt, ich musste eigentlich bloß warten und dann wären halt wieder meine Ressourcen da. Zwar nicht mehr so viel, wie ich sehe, aber ja, sind wieder da. Das ist natürlich cool. So, durch kann ich hier... gerade nicht so richtig hier brauchen. Brett, kriegt ein Brett noch runter? Jeden Brett kriegt nur unter. Ja, clean Vieh, ne? Boah, mit der Angel ärgert mich wirklich. Das ist tatsächlich ein bisschen unfair vom Spiel. So, okay, ich düse mal schnell rüber.
Ey, Schwein gehabt. Richtig Schwein gerade gehabt. Der hat's auf mich abgesehen. 141. Trockendock. Okay, also ich brauche Stoff und ich brauche nur noch Bretter eigentlich. Und 500 Dinger für den neuen Rumpf. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön, wie sieht das aus hier. Sehr fürchterlich. Achso, nochmal, hier muss ich rausgehen, ne? Mal ganz kurz hier mal aufräumen im Lager, das kann ich so jetzt... Ist nicht das Lager. Hier. Das geht ja gar nicht. So, schon besser. Die Frage ist, wozu braucht diese Vollnüsse-Lumpe noch? Kaufen tut's auch keiner? So, der entspannte Geist wurde gelesen. Wunderbar. Schön. So, hier hinten waren noch auch, hier vorne waren auch Bretter, ne? Ja. Bestens. Die holen wir uns. Vielleicht kriegen wir drei raus. Ich glaube zwar nicht. Nein, es ist exakt eins. Was war das? Ach, Delfine? Oh, ist aber süß. Okay, das sind Metallteile. Die können wir jetzt nicht gebrauchen. Dann holen wir uns hier vielleicht nochmal... Ah, können wir auch nicht. Reicht nicht. Schnatt enough. Schnatt enough, please, for this. So, schade. Na gut, okay. Final reicht auch nicht mehr. Nee. Es mangelt an meinem Schiff einfach an allem. Irgendwie an Platz, an Motorleistung, an Licht, an Angeln. An allem. Einfach an allem. Stattdessen muss ich kleine Kalamare fangen. Die nichts einbringen. Nichts, sag ich. Nichts. So, Trockenlock. Ah, immer Stoff noch. Gerade gelesen, hast du natürlich vollkommen recht, Jojo. Einmal Stoff hätten wir noch reinpacken können. So, ich könnte den kleinen Ring da oben verkaufen in Kleinmark und dann einfach mal schauen, was vielleicht oben in der Ecke noch zu finden ist. Da, wo ich die Rochen gefunden habe. Vielleicht finde ich ja noch mal ein, zwei Rochen. Schwer super, jawoll. Leider Meeres, Flip-Flap. So. Kann es auch nicht irgendwie hinkriegen, dass ich zwei hier hinkriege, oder? Nein. Okay, nimm mal einen. Später sehen nothing. Davon kann man noch ein paar mitnehmen. So, Stachelbarsch. So, mal schauen, was wir für den alten, abgetragenen Goldring bekommen. 15. Das ist eine Beleidigung. Sag ich, eine Beleidigung! So, Squiddies. Nehmen wir noch mit. Machen wir alle voll. Also, zwei noch. Dann gehen wir Fische verkaufen. Ach, ja.
So. Also, sobald das immer noch über ein 100er ist, ist das in Ordnung. Irgendwie, also ein Kleinvieh macht halt auch Mist. Mit der Zeit. Aber man macht halt keine exorbitant großen Sprünge hier, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Noch. Mal gucken, wann hier irgendwann der Gamechanger kommt. Ob der überhaupt kommt. Oder ob ich nicht einfach einen fatalen Fehler gemacht habe, niemals schlafen zu gehen hier. Oh. So, der würde richtig einbringen. Gold? Ich kann bloß hoffen, dass der jetzt hier nicht irgend so ein Scheiß mehr an Bord springt. So, okay. Bretter. I need the Bretter. So, das. Oh nein. Oh, das Licht darf nicht ausgehen. So, Fische, Fische, Fische. Okay. Ach, warte mal, da vorne war noch was. Ah, hier hatten wir ja den Alten gerettet. Hatten wir das hier abgegrast, ja? Schade, schade, schade. Okay, verstehe. Na gut, haben wir abgegrast. So, was haben wir hier noch? Oh, Kabeljau. Why not? Die kriegt man wenigstens schön unter. So. Oh, schade, schade, schade. Hier so mit mutierte Haie geben. Muss man mal merken, die Stelle. So, bei Gewitter draußen auf dem Meer zu sein, ist jetzt auch nicht so clever, muss ich sagen. So, Schnups, die Wups, sind wir da? ...182. Das ist gut. Das ist gut. Und so, wenn ich viel Glück habe, zieht da jetzt wirklich einen mutierten Hai raus und dafür gibt's richtig Kohle. Das würde ich gut finden. Aber meinem Glück. Hätte ich da vorne eigentlich. Ist das ein Wrack oder was? Oder nicht angesteuert, wa? So, hier vorne haben wir auch noch was. Sieht so ein bisschen nach Schatz aus. Mal schauen, was es wird. Ohrringe. Mantas haben wir hier vorne. Okay. Oh ja, hier waren wir noch nicht dran. Schön. Der einst solide Rumpf liegt nun zerschmettert am Strand. Das Heck ist komplett eingedrückt. Versuche, ins Heck zu gelangen. Du ziehst dich ein bisschen näher ran und kannst dann in den hinteren Teil des Wracks klettern. Du siehst dich um. Sehr schön. Nochmal Ohrringe. Ein Forschungsteil, das ist sehr cool. So, damit ist aber auch schon die... Der Platz für den Hai einfach weg. Jetzt. Mein Hübscher. Der ist gone. Nicht. Ich will mal kurz mal schauen. Ja, kannst vergessen. Das kriege ich hier nicht mehr unter. Den krieg ich schon immer unter. Noch vielleicht irgendwelche Bergungsstellen für Baumaterial wäre halt echt geil. Das würde ich gut finden. Machen wir mal hier vorne. Ah, da sind Bretter. Hier sind Bretter. Schnell. Schnell. Wahrscheinlich werden wir bloß eins kriegen. Oh.
Ist uns der Meeresgott wirklich hold? Zwei. Und damit können wir... Ist gerade schon wieder was gehüpft. Damit könnten wir den neuen Rumpf kaufen. Nice. So, für... Ach, brauche ich ja nicht hin. Hab ja nichts. Bin ich ein Fisch. So, das haben wir gekauft, das haben wir gekauft. Hier müssten wir jetzt mal motortechnisch ein bisschen aus der Pusche kommen. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Muss man jetzt kurz schauen. Also, Le Rümpf. Zack. Kostet 500. Verbessert dein Boot auf eine Stufe 2. Fügt neue, oh, 5 neue Frachtplätze hinzu. Das ist geil. Und hält einen zusätzlichen Zusammenprall aus. Das ist das, was wir haben wollen. Sehr geil. Mehr Platz im Frachtraum. So, und hier geht's jetzt auch los mit den nächsten Sachen, die wir aufwerten könnten. Motor. Ah, wisst ihr was? Haben wir ja da. Flack ich erstmal drin. Was war am Hammer? Frachtraum. Frachtraumverbesserung ist auch sehr, sehr schön. Super cool. Super cool. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ach, Gott. So sieht jetzt unser Lager aus. Ja, hier hat sich tatsächlich jemand uns getan. Wir haben jetzt einfach nur mehr Frachtraum. Was aber cool ist, wir haben mehr Frachtraum, immerhin. Erstmal die Angel. Ne? Wir können sie immer noch nicht holen. Ne? Uns fehlt quasi der nächste Angelpunkt. Es sei denn, du meintest jetzt gerade das hier, weil ansonsten nehmen wir das dann. Ne? Genau. Gute Idee. Junge, dann machen wir so. Dann nehmen wir das hier alles raus und machen als nächstes erstmal den Angelpunkt. So, immer Stoff, immer Brett und wir könnten uns für 100 dann quasi den neuen Angelpunkt kaufen und könnten dann endlich entweder hier oder hier drüben die neue Anglerin setzen. Das ist ziemlich cool. So. Ja, was wir bis jetzt noch echt stiefmütterlich gemacht haben, sind quasi Netze. Wir haben noch mit keinen Netzen gearbeitet. Lebensdauer 2 Tage, das heißt, wir müssen alle Furznase reparieren, ey. Bin gar kein Freund von. Körbe. 3 Tage. 6 Tage. Aber die werden dementsprechend kosten. Also wir haben mit Körben und Netzen immer Dauerkosten. Wahrscheinlich werden wir mehr fangen damit, aber eigentlich auch nicht. 2 Mal stand da gerade da. Ausbeute 2 Mal pro Tag. 2 bis 3 Mal pro Tag. Naja. Ist jetzt halt die Frage, ne? Wie viel kommt mit so ein paar Krabben rum? Luxus-Außenborder. Strahlenantrieb. Okay, also auf dem müssen wir perspektivisch hinarbeiten. Das heißt, wir müssen die erstmal alle haben. Wir müssen uns die alle holen. Catch them all. Okay. Ablegen. Das ist ein schöner Lärm hier. Ein schöne Gedröhne hier. Überall. Was ist denn hier nun schon wieder los? Steve ist voll im Shoppingrausch. Ja, absolut. Warte mal, jetzt können wir hier erstmal ran. Die sammeln wir ein. Ja, den Korb könnten wir jetzt oben mitnehmen tatsächlich. Oder müssten wir sogar mitnehmen, den reparieren. Aber es ist halt immer die Frage, was kommt da herum, ne? Irgendwie. Bin ein bisschen skeptisch. 43. Reparatur war, glaube ich, also einer kostet 100. Reparatur war, glaube ich, ein Viertel davon. Kann das sein? Also auch ein bisschen unverhältnismäßig.
So, das nächste Ding ist quasi hier im Sternenbecken. Da ist das nächste Relikt zu finden. Oh, was ist denn mit der Teufelsgrad? Ui. Wildstrang. Na dann hin da. Okay, let's go. Zu the Sternbecken. Now. In the middle of the night. Vielleicht hole ich mir aber jetzt erstmal hier nochmal ein Ei. Jetzt, wo ich es ja gerade sehe. Sorry, dass ich hier ein bisschen greedy bin. Können wir jetzt vielleicht zwei Haie? Können wir. Können wir. Jawohl, Alter. Wir können zwei Haie jetzt lagern. Das ist geil. Dash ist super. So, verkaufen wir erstmal nochmal schnell den ganzen Tant hier drüben. Und mit zwei Haie kriegen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle zusammen jetzt hier. Machen wir mal. Dann haben wir auch Tageslicht, wenn wir rüber düsen. 50. Also beim Händler ist wirklich echt, die Ausbeute ist mau. Das eine Mal war recht gut tatsächlich irgendwie, wo wir da 240 hatten, aber ansonsten ist das halt... Sag ich, das ist eine Maukiste. Ist eine Maukiste. Aber unser Boot sieht schon ein bisschen besser jetzt aus, oder? Kann das sein? Vorher war das so eine Klitsche, jetzt ist das, jetzt haben wir schon eine richtige... Richtige Metallverbordung an der Seite. Bäm, Alter. 231 Dinger, ey. So muss das laufen. Jawoll. Supergeil. Na denn, auf zum Sternenbecken. So, irgendwo da hinten. Oh, warte mal, da vorne ist noch so ein Schiff. Da können wir mal vorbei. Hey, Haie. So voll greedy, Alter. Komm hier nirgendwo hin, weil ich ständig Haie jage. Mann. So, ich habe immer noch den Korb ausgewählt. Dann kommen wir natürlich nicht so weit. Oh, schöne Materialien hier. Wunderbar, na bitte. Hallo. So, ihr dredged wie ein großer. Tatsächlich, ich glaube auf D-Max war das irgendwie so Typen, Holzfäller in Alaska, irgendwie, wie sie denn da wirklich mit so einer Dredge den ganzen Baum rein, die ganze Schonung platt machen, irgendwie mit E-Mal. Das sieht doch so krass aus, ey. Also schon beeindruckend irgendwie. Was du für ein Typ Kerl sein musst, irgendwie, um das durchzuziehen. Ist natürlich auch trotzdem halt totale Scheiße, was wir da machen, irgendwie. So halt diese Massenabholzung. Oh, da mal da, Silberschmuck, schön. Aber die arbeiten halt auch so mit so einer Dredge. So, das ist, glaube ich, Metallteil, ne? Das ist jetzt ein bisschen. Obwohl, ich nehme eins mit. Wenn ich Glück habe, treffe ich ja da oben auch irgendwie einen Händler oder irgend so was. Ich weiß, ich bin jetzt sehr, sehr optimistisch. Schon 16 Uhr. Nun aber flink! Oh, und das schon wieder nächste Woche. Oh, was ist denn das? Was ist das? Oh, das sieht doch aber so geil aus, oder? So Sonnenuntergang dabei. Oh, Mann. Warum hat er denn jetzt schon wieder auf den Korb gewechselt? Dann fahren wir auf die Festung zu. Krass, guck mal, die luminisierenden Fische jetzt überall. Cool. So, hier vorne haben wir nochmal eine Flasche. Aber ich würde jetzt erstmal, komm, jetzt mal. Machen wir den Umweg. Nehmen wir die extra Meile. So, zack, haben wir. Lesen wir mal das Ding nach vorne durch erstmal. Aber hier können wir noch nicht fischen. Forscherin. Oh, hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Wer bist du?
Ich bin Fischer. Ich bin Toast. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ein Fischer so weit draußen? Das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast. Wobei brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studien. Ursprünglich war ich auf dem Forschungsaußenposten im Inneren des Beckens tätig. Aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hierher geflohen und habe so gut es eben ging improvisiert. Aber ich musste den größten Teil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Okay. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle beschaffen zu können. Okay, gut, das ist halt leuchtender Oktopus. Aurora-Qualle. Ach du Schande, ey. Leuchtkalmar. Noch etwas? Wegen der Proben, die du suchst. Ja, achso, okay, alles klar. Geht's einfach nur raus. Erzähl mir etwas über dich. Ja, na gut. Da gibt es aber nicht viel zu erzählen. Ich habe die Biologie an der Universität von Erzhafen studiert. Es war eine harte Zeit. In dem Jahr gab es dort keine einzige Studentin, was auch für das Jahr davor galt. Und für das Jahr vor diesem Jahr. In einer solchen Situation ist es schwer, sich nicht wie eine Außenseiterin zu fühlen. Verstehst du das? Ach, wahrscheinlich nicht. Nach meinem Abschluss bekam ich einen Job bei der Arktischen Biologischen Forschungsgesellschaft und dann wurde ich hierher versetzt. Ganz allein. Ich dachte, ich würde die Ruhe und den Frieden schätzen. Aber ich vermisse Gesellschaft. Ich hatte immer Freunde oder wenigstens ein Haustier. Da draußen gibt es nur Maschinen. Noch etwas? Was für eine Kreatur war das, die dich angegriffen hat? Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich die Forschungsaußenposten angreifen wollte und gar nicht mich. Ich nehme an, es fühlt sich von meiner Forschungsausrüstung gestört. Dutzende von Maschinen, alle von einem lärmenden Generator angetrieben. Er war riesig, größer als jedes andere Meereslebewesen, das ich je studiert habe. Es griff mit seinen Tentakeln an. Es handelte sich wohl um eine Art Kalmar oder Oktopus. Oder eine Seeanemone. Ich hatte eines meiner Forschungsboote auf der Rückseite der Station vertäut. So konnte ich flüchten, während die Kreatur an der Vorderseite wütete. Ich musste dort wertvolle Daten und auch Ausrüstung zurücklassen. Aber ich gehe nicht weiter wieder dahin. Ich kann nicht. Ich kann mich dem nicht noch einmal stellen. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, seit du hier angekommen bist? Jetzt, wo du es erwähnst, ich war so beschäftigt mit den Angriffen und damit, mich hier nur einzurichten, dass ich das beinahe vergessen hätte. Ich habe diesen Brief gefunden. Die sind von meiner Schwester. Sie hat sie mir während meines Studiums geschickt, bevor sie... Die Forscherin schweigt einen Moment lang und starrt ins Leere. Jedenfalls habe ich sie immer wieder zwischen meinen Papieren gefunden. Ich kann mich gar nicht erinnern, sie eingepackt zu haben. Dann tauchte sie immer häufiger an den seltsamsten Stellen auf. In meinen Netzen, in meinen Proberöhrchen. Ich hatte diese Briefe noch nie zuvor gesehen, aber es war ihre Handschrift, ihr Name auf dem Umschlag. Sie erzählten von Dingen, die sich erst nach ihrem Tod zugetragen hatten. Ich kann es mir nicht erklären. Okay. Spannend. So, mein Lager. Und zwar, wir hatten ja ebenfalls nochmal einen Brief gefunden. Wir sind jetzt verlobt. Wir sind jetzt verlobt. Es ist mit mir in der Nähe, in der Mitte des Sternbeckens. Er ist mit mir in die Mitte des Sternbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht. Wir waren schon ganz aufgekratzt und fast hysterisch vor Müdigkeit. Erschien die Aurora dann am Himmel. Als ich ihn erblickte, um seine Reaktion zu sehen, kniete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal mehr, was er dann genau gesagt habe, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Der Ring ist wunderschön und rundum mit Edelsteinen besetzt. Ich kann die Augen nicht davon abwenden. PS, ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag ablegen soll, gestern oder heute,
Schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehrere Einträge darüber zu verfassen. Thank you.